eine Ehre, hier sein zu dürfen. Setz dich doch hier hin. Komm, setz dich doch da hin. Ja? Ja, oder willst du da? Komm, 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 bin ich da. Ja, komm, dann setz dich doch da hin. Ist doch deine Sendung. Es ist die Sendung von Herrn Elz. Lässt dich überraschen. Ja, genauso wie ich mich beim Leben überraschen habe lassen und jetzt mit Frank Elzner hier sitze und mich darüber unterhalte, was denn Träume sein können. Und deine Kinder, sagen die, der Vater spinnt oder er ist ein Verrückter oder er ist ein Held? Dann war ich bei meiner Oma und habe ihr erzählt, fahre ich jetzt in eine Castingshow und dann sagt sie noch zu mir, kannst du überhaupt singen? Sie haben eines der ungewöhnlichsten Bücher über Sexualität geschrieben, die es gibt. Wenn ich das 1960 gelesen hätte, dann wäre ich sofort beichten gegangen. Ja. Stellen Sie mir eine gute Frage. Wie? Nein, jetzt muss ich mal nachfragen. Herr Brühl, Sie haben in vielen Ländern Karriere. Sie müssen doch der glücklichste Schauspieler Deutschlands sein. Das stimmt wohl. Also ich habe meiner Familie tatsächlich viel zu verdanken. Also ich habe jetzt sehr aufmerksam zugehört und habe das fast als eine Art therapeutische Stunde empfunden. Das will mir einschlagen einfach. Ich muss sagen, ich finde das sehr hoffnungsstiftend und mir macht der Blick in die Zukunft deutlich mehr Spaß, wenn ich mich mit dir unterhalte.